Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir haben eine dämliche Zufallsbegegnung, obwohl ich jetzt gerade eigentlich nochmal eine Rast einlegen wollte, bevor wir in den unheilvollen Sumpf reingehen. Und ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ich weiß, wir waren einmal in diesem Sumpf. Aber was da passiert war, weiß ich gar nicht mehr. Ach, der Goblin-Alchemist. Ihr seid zu schwach für meine Leute. Ja, wir werden jetzt auch eine Rast einlegen gleich, keine Panik. Auch damit so ein paar Statuseffekte gefixt werden. Warum ist eigentlich die eine Armbrust mal 100 wert und die andere 9? Ich glaube, die Werte für Gegenstände wurden manuell eingetragen. Obwohl, das wäre echt hart, wenn die wirklich jeden einzelnen Gegenstand hier manuell bearbeiten mussten, der hier jemals gefunden wird. Ist das schon mehr Arbeit, als man sich vielleicht machen sollte für so ein Spiel? Denken wir schon, dass es einen globalen Wert gibt dann für unterschiedliche Gegenstände, beziehungsweise für dieselben. So, fortfahren bis da an die Ecke. Jetzt bitte hier ein Lager aufschlagen. Ein paar Minuten nach unten betreten und ab geht die Post. Ich kann nicht mehr bequem sitzen auf meinem Stuhl. Das ist unerträglich. Warum kann ich nicht im Stehen spielen, wie normale YouTuber? Besser datierte YouTuber. In due time. War hier eine Höhle? War hier irgendwie ein riesiges Wesen, was mich angegriffen hat? Und ich habe dann gesagt, ich komme später wieder. I'm there. Oder bin ich einfach nie hier hingegangen, weil ich gedacht habe, warum sollte ich? Auf jeden Fall ist da ein Echsenmensch. Da sind ganz viele Echsen. Ne, da kann ich mich echt nicht erinnern. König Itcher. Und die gehen mir wirklich direkt auf die Eier. Ich bin übrigens ein Stück zurückgegangen, weil ich hoffe, dass ich so weniger Probleme habe mit denen. So, du machst feste Hoffnung, du machst den... Na? Den Hasszauber. Du kannst direkt den kontrollierten Feuerbeiler losschicken. Und so stark sind die ja nicht. Guck mal, die fallen schon nach ein bisschen Feuer um. Obwohl Valerie liegt. Das ist ja doof. In due time. Vor allem, was bedeutet, bekomme ich nicht die restlichen Pilze, die ich suche. Beziehungsweise
Die Schwammblätter. I'm there. I'm listening. Komm mal her, machen wir erstmal teilweise Genesung. I'm listening. I'm listening. My skills are absolute. As you order. Well, share your troubles. Ready and willing. And Lindsay was called forth. Here. This will hurt. Dann kommt. Stopp, 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 stopp. Nein, nicht den Zauber. Du setzt die Hast ein. Du machst direkt das Gebet, Lindsay. Musik des Mutes. Und dann macht mir mal richtig schön Aua da unten. May I suggest another way to use this spell? You should have run! So können wir die richtig schön hier in der Enge erledigen. Da haben die keinen zahlenmäßigen Vorteil mehr. Huha! Wir machen unser eigenes 300 gerade. So, den nächsten Feuerball ein bisschen weiter hinten. Ich will nicht meine eigenen Leute wieder treffen. This won't you survive. I always survive. Oh, es wird Valerie auseinandergenommen. Passt schon. Wir sind leider alle neutral, ne? Das ist damit nicht mal eine böse Kreatur. Was soll ich machen? Oh oh. Scheiße, kurz bevor der Typ tot ist. Der andere hier. Kriegt er noch ein Level ab, bevor er stirbt. Okay, Plan C. In due time. Right here, my friend. Right here, my friend. Magnesium Turinos. Magritium Turinos.
Upsala. Das ist aber kein langer Segen. Confide in me. Schwindler. Adventures calls them. What troubles you? I'm always ready. I wrote it like I saw it. What's the holdup? Give the order. I'm listening. So, du nimmst mal. Du machst die KI mal aus. I am never wrong. Und lass mich raten, der Schild des Glaubens hält wahrscheinlich so lange. Ah doch, 7 Minuten. Krasser Scheiß. Share your troubles. I'm listening. Something bothering you? Ready and willing. It's time to act. This will hurt. So, holen wir die mal eben von der Seite. Sehr schön. So haben wir die nämlich alle festgehalten da hinten. Die schön nacheinander umbringen. Na, nacheinander ist vielleicht übertrieben, aber der König zum Beispiel kommt jetzt hier langsam hingewatschelt. Du kannst erbebende Knochen. Du kannst den Ohren betäubenden Schrei ausführen. Sehr schön. Der Flammenbogen hat auch schon mal funktioniert. Unglaublich, was die für einen abgefuckten Schaden kassiert. Jetzt habe ich vergessen, den Hasszauber rechtzeitig zu machen, ne? Also theoretisch ist er gerade gestorben. Praktisch auch. Oder da oben hängt fest. Oder hat war kurz verwirrt. Won't kill me. I'll survive. I always survive. So, Pascal Maidas, was denkst du, wie lange du als Schurke überlebst da hinten? Fünf Sekunden? Sechs Sekunden? Wahrscheinlich nicht mal eine Sekunde.
der hat mich auch schon wieder sofort getroffen, der Penner. How could this happen? Hey, can someone help? I die. Go. Es kann doch nicht sein, dass die so einen schweren Kampf machen. In due time. Habe ich nicht nochmal vorher gespeichert? I am never wrong. What you want? Share your troubles. Magritium Turinois. Magritium Turinois. So, jetzt mal aber nochmal schnell speichern. I'm gut. There. Das mit dem Spinnennetz war nicht, ist nicht verkehrt, aber die Masse der Gegner, das schaffen die nicht. Da sind die halt vorher erledigt. What troubles you? You can count on me. Here I am. Anything is possible. Weapons, I wrote it like I saw it. I won't let you down. Is so diverse these days. A shame one life is not enough to master them all. Hmm. We should move. This will. Die hat den Zauber verkackt. I shall end this suffering. Lindsay, geh ein Stück zurück. I'll take care of it. Sehr schön. Und weiter. Diesmal keine Gnade. Keine halben Sachen. Richtig schön reinboschen. Bashen. Boschen. Heute schon bei Bosch gewesen, oder was? Oh, oh, Vorsicht. Ihr rennt gerade ins Spinnennetz rein. So einen weiteren kontrollierten Feuerball kriegen wir nicht mehr raus. Oh, oh, Amiri ist vorne. Tja, dann ist das halt so. Und noch einen kontrollierten Feuerball. Du machst das Gebet gerade. Du versuchst, jemand einzuschläfen, was wird natürlich total nicht funktionieren, weil es ein Level 1 Zauber ist. Die Hast hält noch 29 Sekunden. Dann greifst du ihn halt noch an. Repent. You should have run. Verdammt, der da hinten ist schwächer. Schlag ihn, wenn möglich. Magische Geschosse auf den hinteren. Ach, diesmal sieht's gut aus. Tristan
wirklich wieder eine Heilung. Oh, sehr gut. Der obere ist tot. Oh, ja! Was für ein Elend, ey. So, die Fellrüstung, die die getragen haben, sind besonders. Und wir haben Level-Ups. Ohne Ende Level-Ups. Obwohl es sind nur +1 Fellrüstung, aber sie haben einfach in der Masse tarnt, also haben die mir wehgetan. Der Loot ist nicht so geil, aber sonst war der ganz schön für den Arsch. So, Wahrnehmung hoch. Magische Gegenstände benutzen. Ach so, ich muss nur einen Punkt auf Athletik setzen. Ach, generell haben die überall Klassenfertigkeiten, irgendwelche Boni. Obwohl hier unten wegen der charismatischen Welt wäre das sogar besser gewesen, als jetzt hier mit dem Wissen über die Welt rumzuhantieren. Mehrfachschuss. Machst du eine volle Aktion mit einem Bogen, verschießt dein erster Angriff 2 Pfeile. Trifft der Angriff hin beide Pfeile jetzt Ziel. Dieser Angriff erhält nur einmal Präzisionsschaden, wie hinterhältiger Angriff und kritischer Trefferschaden. Schadensboni bei der Verwendung eines Kompositbogens mit hohem Stärkebonus gelten alle Pfeile. Treffersalve. Du nimmst dir etwas Zeit, um genau zu ziehen, wodurch deine Schüsse alle mehr oder weniger denselben Punkt treffen. Vorteil, wenn du mit einem vollen Angriff mehrere Angriffe mit Fernkampfwaffen auf einen Gegner machst, wird der Schaden aller Treffer vor dem Abzug der Schadensreduktion des Gegners addiert. Das mit dem Bogen hier, Mehrfachschuss, ich habe keine Ahnung, ob das mit der Armbrust geht wieder. Da, weil der Text auf Bogen bezogen ist und nicht auf Armbrust. Deshalb werde ich mich wohl mit der Treffersalbe begnügen. Duelland. Standhafte Verteidiger. Sowas ist die ja nicht mal. Die ist ja wirklich diese Turmschild-Verteidigungssache. Und wir kriegen jetzt ab Stufe 9 die Verwendung eines Turmschilds einen Schildbonus gegen Berührungsangriffe. Ich berühre dich. Nein, kannst du nicht. Und tschüss. Kampf mit 2 Waffen, mächtiger Waffenfokus. Wähle einen Waffentyp einschließlich waffenloser Angriff oder Ringkampf aus, für den du dich bereits einen Waffenfokus ausgewählt hast. Ja, und da gibt es nämlich hier diese Kurzschwertsache. Kernschuss. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit Fernkampfwaffen auf einer Entfernung von bis zu 30 Fuß. Toll. Und Kampf mit 2 Waffen wird mir auch nichts bringen. Auf alle Reflexwürfe, einschüchternde Kraft. Deine Körperkraft schüchtert deinen Gegner ein. Nein, auch kein Fertigkeitsbonus. Obwohl ich mir jetzt wirklich frage, was trägst du überhaupt gerade? Aber du trägst kein Kurzschwert. Du trägst ein Bastardschwert. Und Bastardschwerter haben wir schon als Fokus bei dir. Umgang mit Kriegswaffen.
Waffenspezialisierung Kurzschwert lustigerweise drin. Waffenfokus Kurzschwert. Verbesserte kritische Treffer mit Bastardschwert. Ja, was willst du dazu sagen? Kampfbeweglichkeit. Du kannst dich ganz leicht durch eine gefährliche Nahkampfsituation bewegen. Das kennen wir ja auch schon. Kampfreflexe. Geschicklichkeitsbonus. Koordinierte Kampfmanöver. Stehst du auf einem benachbarten Feld zu einem Verbündeten, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst du einen Kompetenzbonus von +2 auf alle Kampfmanöverwürfe. Den Rüstungsfokus brauchen wir auch nicht mehr. Schildwall. Schildbonus um +2. Verteidigung zerschlagen. Du bist so geschickt mit deiner gewählten Waffe, dass sich Gegner gegen deine Angriffe nicht verteidigen können, wenn ihre Abwehr bereits beeinträchtigt ist. Vorteil: Jeder Gegner, der erschüttert, verängstigt oder in Panik ist und den du in dieser Runde angreifst, gilt bis zum Ende deiner nächsten Runde gegenüber deinen Angriffen als auf dem falschen Fuß erwischt. Du lernst den Schildwall. Das bedeutet aber, dass die Dame hier auch den Schildwall lernen muss, um neben ihr zu bestehen. Moment, du gehst auf Überzeugen. Ah, verbesserte kritische Treffer. Nein, ich suche Schildfokus. Nein, das hier suche ich, den Schild, weil... Dann geben sie sich gegenseitig einen Bonus, während die nebeneinander stehen. Könnte schlimmer sein. So, Kleriker. Oh, hier passiert nicht viel, außer ich mir ein weiteres Talent aussuchen kann. Wissen Arcanum höher treiben. Wissen über die Welt, nein. Dann überzeugen werden, dann war es das schon. Ein Zauberfokus, einen weiteren. Jedes Mal, wenn du das Talent erhältst, wird es einer neuen magischen Schule zugewiesen. Bedeutet das, dass ich so gesehen meinen Zauberfokus ändere? Ach komm, wir könnten noch den Waffenfokus wenigstens auf die schwere Armbrust legen. Großes Erdelementar herbeizaubern. Und da kann mir keiner sagen, dass das große Erdelementar dann am Ende schwach wäre. Aber jetzt lass mich mal eben gucken, was trägt der überhaupt. Der trägt natürlich eine leichte Armbrust. Und vor allem nur eine reine Meisterarbeit. Ich weiß, wir haben eine schwere Armbrust zum Beispiel noch bei uns in der Kiste. Ist auch eine einfache Umgangsgruppe. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob der nochmal eine andere Waffe anlegen muss. Ach so, wahrscheinlich heißt das mit der...
dass du das Talent mehrfach erhalten kannst und dass das nicht kumulativ ist. Und du kriegst jedes Mal ein Talent dazu, wenn du dich das einer neuen magischen Schule zuweise. Mit leichten Rüstungen umgehen. Aber der fällt doch eh, also selbst wenn ich dir eine leichte Rüstung geben würde, der fällt doch eh immer um. Ich verstärke seine schwere Armbrust einmal. Ich höre sie alle schon schreien. Oh mein Gott, warum hat er das getan? Er trägt doch eine leichte Armbrust. Ja, er kriegt eine schwere Armbrust, wenn wir in der Stadt sind. Das muss ich mir auf jeden Fall notieren. Sonst vergesse ich das. So, was kriegt der Bade? Lied der Größe. Ein Bade der Stufe 9 oder höher kann mit seinen Auftritten in allen Verbünden in einem Radius von 30 Fuß, bla bla bla, Gefühl der Größe wecken. Eine durch Größe beflügelte Kreatur erhält 2 Trefferwürfe D10 als Bonus, die man verbundene Zahl vorübergehender Trefferpunkte. Dadurch können wir die HP steigern von den Leuten. Der Präzisionsschuss ist ja auch erst wichtig. Wenn die Herrschaften so nah an uns rankommen. Zu nah an uns herankommen. Magie bannen. Donnernde Trommel. Massenfederleicht. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt nur noch du. Unser, in Anführungsstrichen, Schurkenmagier, aber so schurkisch bist du ja gar nicht. Mächtiger Elementarfokus auf Feuer. Finde ich gut. Und ja, ich weiß, du liebst deine Verwandlungszauber. Drachenodem. Du atmest eine Woge von Energie aus. Kreaturen im Wirkungsbereich allein 1d6. Zielpunkt in größerer Entfernung. Fels- und Ascheregen. Holen wir den Drachen-Odem auch noch mit rein. Form verändern in Leopard. So, leider sind die Spinnennetze immer noch hier aktiv. Deshalb lasse ich mal Lindsay. Wo ist denn das neue Lied hin? Warum musst du dafür auch erstmal schlafen? Das Lied des Erfolgs spielen. I'm there. Ihr schafft es. Okay, einer schafft es. Interesting. In due time,
Oh, toll. Ein Haufen Kram, den ich nicht brauche. Und das war's, mehr gibt's hier nicht. Hat's ja voll gelohnt, hier hinzugehen. Nicht. Ja, da muss ich irgendwie die restlichen Sachen woanders finden, die ich für die Hexe sammeln sollte. Tja, aber gehen wir mal und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Pathfinder Kingmaker, wo wir hoffentlich nicht so eine sinnlose Sache machen, wie jetzt hier ein paar Echsenschlachten irgendwo im Nirgendwo. Sondern uns mit sinnvollen Problemen auseinandersetzen. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.